Wie die meisten seiner Klassenkameraden ist Viktor sich noch nicht sicher. Im Sommer macht er seinen Hauptschulabschluss und hat noch keinen Plan für seinen Berufseinstieg. Wie Viktor geht es den meisten Schulabgängern. Und weil das so ist, gibt es 20% Abbrecherquote auf dem Ausbildungsmarkt. Das Bewusstsein der Berufseinsteiger für die eigenen Stärken fehlt oftmals. Das soll so nicht bleiben, dachten sich die Nürnberger Zeitung, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und der Verlag Wilmi CC. Sie hatten die zündende Idee. Wissen die Schüler, wo ihre Stärken liegen, können sie sich gezielter entscheiden. 2009 geht der NZ-Talentcheck in die zweite Runde. Ein Online-Test prüft die eigenen Fähigkeiten. Es werden ja jetzt verschiedene Bereiche, verschiedene Kompetenzbereiche abgefragt. Welches sind das denn? Es sind beispielsweise sowas wie soziale Kompetenzen, wie Teamfähigkeit, personale Kompetenzen, Arbeitsverhalten, Arbeitsmethodik, sowas wie zum Beispiel Merkfähigkeit. Ich sehe eine Liste von Adressen und kann mir eben auch bestimmte Sachen merken und eben wiedergeben. Ich kann eine Liste von Arbeitsanweisungen mir merken und wiedergeben. Also eben alles, was im praktischen Berufsleben tatsächlich eine Rolle spielt. Jetzt wollen die Initiatoren mit einem erweiterten Konzept an den alten Erfolg anknüpfen. Diesmal soll es auf kostenfreien Wege neben der Kompetenzorientierung noch weitere Berufseinstiegshilfen geben. Wir bieten den Kompetenzcheck als Industrie- und Handelskammer gemeinsam mit der Handwerkskammer für alle Hauptschüler des 8. Jahrganges in Mittelfranken an. Online basiert. Wir koppeln das als IHK mit unserem Ausbildungsabklass, wo wir dann die Schüler mit den Ausbildungsbetrieben zusammenbringen. Wie sieht das denn konkret aus? Also die Schüler füllen den Test aus und dann? Die Schüler füllen im Klassenverband den Test aus, dauert etwa 2 Schulstunden, erhalten dann unmittelbar danach ein Kompetenzprofil mit, und das ist wichtig, einem zweiseitigen Kondensat, dass sie zum Beispiel, also eine zweiseitige Aussage über ihre Kompetenzen, dass sie zum Beispiel Bewerbungen beilegen können und womit sie vielleicht die ein oder andere Schulnote kompensieren können, die vielleicht nicht ganz so gut ausgefallen sein mag. 2000 Teilnehmer gab es im letzten Jahr. Der Handwerkskammer zufolge wurden die meisten Berufseinsteiger nachhaltig erfolgreich eingestellt. Das Zertifikat gibt nämlich nicht nur den Bewerbern, sondern auch den Arbeitgebern Hilfe bei den Einstellungen. Schließlich sind Schulnoten ja nur eingeschränkt aussagekräftig. Hand aufs Herz, wie nehmen denn Arbeitgeber oder potenzielle Arbeitgeber denn jetzt überhaupt sowas an? Es ist ja dann gerade vielleicht nicht unbedingt so formell wie ein Zeugnis. Wird das wirklich angenommen oder muss man da eher schon wirklich hingehen und sagen, das ist was, was wirklich was taugt? Nein, das sehe ich nicht so. Also mit allen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die waren alle ganz begeistert und haben gesagt, warum gibt es das nicht schon ewig? Theoretisch kann das Zertifikat auch von den Arbeitgebern angefordert werden. Dahinter steckt viel Potenzial für die künftigen Schulabgänge. Heißt es denn wirklich, dass es eine Chance für Hauptschüler oder gerade für Hauptschüler ist? Ja, ich denke, wir müssen einfach nochmal sehen, wenn wir über Hauptschüler reden, dann reden wir über gut 30% der bayerischen Schüler und reden nicht über 5 oder 8% von Schülern, die uns immer wieder Probleme machen. Und daneben gibt es ganz, ganz tolle junge Menschen in dieser Hauptschule, wir haben sie heute, glaube ich, auch miteinander erlebt, die ganz, ganz neugierig sind, die zukunftsorientiert sind. Und für diese Schüler ist es eine wichtige Möglichkeit, sich selber zu erkennen, seine Stärken zu erkennen, um dann zu sagen, Schule begleitet mich weiter, Eltern begleitet mich weiter, wenn sie als Begleiter vorhanden sind, ja, und Kammern und Handwerk begleitet mich weiter in mein Berufsleben. Viel mehr Schulen und Berufseinsteiger werden den Talentcheck wohl in diesem Jahr machen. Bis zu 10.000 Berufsneulinge werden erwartet. Eine Eignungsdiagnose für den Berufseinstieg und die Berufsförderung in der Schule. Passgenau für den einzelnen Schüler. Was sind das für Fragen, die da gestellt worden sind? Vielleicht kannst du 2, 3 Beispiele rauspicken. Also es waren so zum Beispiel über räumliches Denken, soll man zum Beispiel einen Würfel, da sind verschiedene Teile rausgenommen und da soll man verschiedene Sachen einsetzen. Dann noch allgemein mathematische Kenntnisse, Grammatik, Rechtschreiben. Ja, und allgemein wissen halt, wie wann zum Beispiel der Tag der Deutschen Einheit ist. Kann man denn sagen, dass der Test dir Spaß gemacht hat? Ja, schon, aber der war auch sehr anstrengend. Zum Beispiel bei den 100 Fragebogen, da mussten wir 100 Fragen beantworten und der war schon sehr schwierig. Also
Jetzt ist es ja so, dass die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht die allerleichteste ist. Glaubst du, da ist so ein Test wichtig, also vielleicht irgendwie sogar als Ergänzung zum Zeugnis? Ja, schon. Also es heißt auch, dass man da höhere Chancen bei einem Bewerbungsgespräch haben kann. Und ich finde es schon wichtig, dass man auch weiß, also einen geeigneten Job, eine sichere Ausbildung und auch eine, die Spaß macht, also finde ich, ja. 180 Fragen in 90 Minuten. So werden in sogenannten psychometrischen Testverfahren die individuellen Werte ermittelt. Mit der Nürnberger Zeitung sitzt aber auch ein Lotse im Boot, der jenseits von Klassenverbänden Einzelne stärken will und die Institution Talentcheck publik macht. Herr Fischer, warum ist es denn jetzt der Nürnberger Zeitung so wichtig, dass sie eben Teil in so einem wichtigen Talentcheck nimmt? Weil wir Orientierung den Jugendlichen bieten wollen, die oftmals nicht wissen, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Und Noten sagen eben nicht alles aus. Und der Talentcheck gibt eben Hinweise, was die Jugendlichen noch alles an Talenten eben haben oder an Vermögen, auf das sie dann bauen können, wenn sie einen Beruf ergreifen. Jetzt gibt es ja gerade auf der Seite NZ Online zu diesem Talentcheck noch so ein paar, ja, sozusagen Spielereien, so ein paar Kniffe, wo man dann in die Öffentlichkeit oder mit seinen Freunden in Kontakt treten kann. Welche Möglichkeiten gibt es da? Es gibt die Möglichkeit, jetzt über Twitter und über Facebook dann zu reagieren auf das Ergebnis vom Talentcheck. Und das finde ich eine sehr gute Möglichkeit, dass die Jugendlichen eben ihre Freude, ihren Ärger, ihre Kommentare loswerden können und dass dann andere wiederum reagieren können. Das ist eben ein dialogisches Moment, das vorher nicht da war. Und das ist gut. Ab sofort steht der Test auf www.nz-online.de unter dem Button NZ Talentcheck zur Verfügung. Ach ja, und mitmachen dürfen auch Sie. Stellen Sie doch mal fest, ob es Zeit für einen beruflichen Tapetenwechsel ist oder ob Sie Ihren Traumberuf kompetenzenberecht schon längst gefunden haben. Viktor jedenfalls freut sich schon jetzt auf sein Ergebnis. Er nutzt den Anstoß durch den Talentcheck und wird unverzüglich Bewerbungen schreiben.